Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla Ich will jetzt einfach nicht wissen, was ich gerade rausfahren wollte. Ich wollte irgendwie gerade was sagen, irgendwie eine Mischung aus Expert Mode, aber Provinz noch, also Vanilla Nein, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanilla Provinzen. So, in dieser Folge werde ich euch etwas zeigen, und zwar, wie das da entstanden ist. Ich habe jetzt das Haus schon mal so weit ausgehöhlt wie möglich. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall anfangen mal mit dem Hausbau, beziehungsweise erstmal schauen, Ressourcen beschaffen. Nein, ich werde nicht mit euch 20 Stunden lang hier die ganzen Bäume fällen. Es geht mir eher darum, ich möchte, so gut es geht, alle Holzarten, die es gibt, darin verbauen. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch dann mal, wie ich das hier entworfen habe.
Das war bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon das größte Bauprojekt so in Vanilla, was ich je hatte. Ich bin immer gespannt, was wir jetzt hier raus noch machen, aber so ein paar Ideen habe ich schon. Ich habe mir halt überlegt, hier so einen Rundgang entlang zu machen. Halt, hallo Spinne. Mach doch nicht stehen hier. Danke. Ja, ich habe mal überlegt, man kommt dann halt hier so rein. Hat hier so einen Rundgang, einmal so rum und dann einmal da rum, dass man dann hier noch zwei, drei Zimmer hat, da zwei, drei Zimmer und dann hier in der Mitte die Zimmer. Und das geht dann halt bis oben so weiter. Ich habe mir schon so ein paar Sachen überlegt. Hier vielleicht so eine Schmiede rein, ein Zen-Garten, eine Bibliothek. Oh, da habe ich schon ganz, ganz viel überlegt, was ich hier reinbauen möchte. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir hier an neue Ressourcen bekommen zum Bauen. Ich meine, Kobbel und so weiter haben wir ja jetzt genug, ne? Ja, ich glaube, da kommt auch schon einiges an. Also, ich schätze mal, mit dem ganzen Kobbel können wir vielleicht mal hier irgendwann eine schöne Mauer drum bauen oder sowas. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich gehe vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen farmen, damit ich hier neue Level bekomme für eine neue Spitzhacke und sowas. Fütter die Tiere noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.